Hallo, in dem Video zeige ich, wie man mit Blender Spitzen für Modellraketen konstruieren kann. Ich habe wieder die Vorlagendatei aus meinem ersten Blender-Tutorial geladen und als erstes kann ich jetzt mal den Würfel hier löschen. Das Tutorial für die Vorlagendatei verlinke ich nochmal oben rechts. Die einfachste Spitze, die man so bauen kann, ist mit einem Kegel. Dazu fügt man sich hier einen Kegel dazu. Punkte nehme ich 60. Radius 1 nehme ich 15. Tiefe nehme ich 70. Und Radius 2 5 mm. Dann geht man in den Bearbeitungsmodus. Wählt hier den Punktemodus aus. Markiert hier die Punkte, macht hier eine Phase dran. Und kann es dann mit den Segmenten abrunden. Schiebt jetzt hier mal noch hoch. Und die Spitze ist schon fertig. Eine schönere Spitze kann man mit einer Bézier-Kurve bauen. Dazu geht man hier auf Hinzufügen, Kurve, Bézier. Als Radius nehme ich hier 15 mm. Dann muss ich die Kurve um die X-Achse rotieren mit 90 Grad. Und um die Y-Achse mit minus 90. Jetzt gehe ich mit STRG ALT Q in die Großansicht und dann hier so in die Y-Ansicht. Jetzt kann ich mit GZ die Kurve hier hochschieben. Dann gehe ich in Bearbeitungsmodus. Und wähle hier das Verschieben-Symbol aus und markiere jetzt hier den Punkt. Den ziehe ich jetzt exakt hier raus. Dann markiere ich den Punkt nochmal und markiere danach den Punkt. Kann es jetzt schon mal hier so ein bisschen hochziehen. Als nächstes markiere ich den Punkt. Und dann den, kann es schon mal bis hier rüber ziehen. Und dann schiebe ich den hier hoch. Ich will das jetzt hier noch ein bisschen weiter raus haben. Und hier will ich das ein bisschen weiter rein. Dann habe ich die Form für meine Bézier-Kurve schon mal fertig. Jetzt füge ich der Bézier-Kurve einen Modifikator hinzu, und zwar hier den Schrauben. Als Achse brauche ich die X-Achse, Winkel 360 Grad. Dann gehe ich jetzt hier oben in den Gittermodus und deaktiviere mal den Kegel. Jetzt kann ich hier mein Gitter noch ein bisschen verfeinern, indem ich hier bei Steps Viewport den Wert erhöhe. Ich nehme da 30. Wenn man jetzt hier guckt in der 3D-Ansicht, ist das schon ganz schön. Das Ganze ist jetzt noch ein Objekt und das muss man noch umwandeln in eine Masche. Und dazu geht man auf Objekt, Konvertieren, Masche. Wenn man jetzt in Bearbeitungsmodus geht, sieht man, dass man ein schönes Maschenobjekt daraus erstellt hat. Die Spitze ist ja jetzt noch ein Festkörper. Zum Drucken muss die ja innen hohl sein. Und das mache ich dann ähnlich wie beim Rohre-Tutorial mit dem Modifikator dreidimensionalisieren. Mit so einer
Spitze funktioniert das aber nicht. Deswegen muss man da jetzt noch einen kleinen Trick anwenden. Und zwar zieht man sich hier noch so eine Schleife rein. Jetzt markiert man hier oben den einen Punkt und kann dann mit X Punkte den löschen. Jetzt geht man auf das Kantenauswahlsymbol und drückt dann Alt und hier auf den Kreis und kann dann mit F den füllen. Dann aus dem Bearbeitungsmodus raus. Dann hat man hier eine fertige Spitze. Als nächstes kann man eine Spitze auch aus einer Kugel bauen. Dazu geht man hier auf Hinzufügen, Masche, UV-Kugel. Segmente nehme ich 60, Radius nehme ich 15 und Ringe nehme ich mal 30. Jetzt kann ich hier in der Z-Position 140 angeben. Dann gehe ich wieder in die Y-Ansicht, gehe in Bearbeiten-Modus, wähle hier das Punktesymbol und wähle hier unten die Punkte aus, gehe auf X, Punkte, habe die jetzt gelöscht. Jetzt kann ich mit Alt halt erst das Kantensymbol anklicken, dann mit Alt den Kreis und dann mit F den Füllen. Ich mache den hier mal aus und dann ist auch die Spitze fertig. Das ist übrigens die Spitze, die ich bei meiner Prototyp-Rakete verwendet habe. Es gibt ja auch Raketen, bei denen oben die Spitze erstmal dicker wird, bevor sie ganz oben spitz zuläuft. Und sowas kann man mit einem Zylinder nachbauen. Ich deaktiviere hier die letzte Spitze, gehe auf Hinzufügen, Masche, Zylinder. Punkte nehme ich wieder 60, Radius nehme ich 15. Und Tiefe nehme ich 70. Jetzt gehe ich in die Seitenansicht und schiebe den mit GZ hoch. Und jetzt kann ich in Bearbeitungsmodus gehen. Jetzt klickt man hier auf das Schleifensymbol und klickt sich hier eine Schleife rein. Und kann dann hier die Anzahl angeben. Ich nehme mal 15. Jetzt kann ich hier ein bisschen näher ranzoomen. Gehe auf das Punkteauswahlsymbol und wähle hier eine Schleife aus. Genau, ich habe es erwischt. Und jetzt drücke ich die S-Taste. Und kann hier so ziehen. Und die Schleife will ich jetzt mal noch lassen. Ich nehme mal die hier, drücke die S-Taste und ziehe die hier so raus. Dann nehme ich die nächste, drücke wieder die S-Taste. Und so kann man das mit allen Schleifen, die man hier so hat, machen.
die oberste muss man dann sehr spitz zulaufen lassen. Und so kann man sich das hier nach und nach so hinmodellieren, wie man es haben will. Wenn man will, kann man jetzt die Oberfläche noch ein bisschen glatter machen. Und dazu füge ich einen Modifikator hinzu, und zwar hier diesen Oberflächenunterteilung. Und jetzt sieht man schon, dass es alles viel weicher geworden ist. Wenn es okay ist, kann man den Modifikator anwenden, kann dann in Bearbeitungsmodus gehen und kann jetzt hier dann unten das hier auswählen, weil das ist nicht so schön, und mit X Punkte löschen und dann mit dem Kantensymbol wieder den Ring auswählen, mit Alt-Klick und mit F füllen. Jetzt kann man eventuell noch mit der S-Taste skalieren und es hier vom Durchmesser her nochmal so anpassen, dass es dann wieder korrekt ist. Das waren meine vier Ideen, wie man im Blender Modellraketenspitzen bauen kann. Wenn ihr noch andere Lösungen habt, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Damit man so eine Spitze für eine Modellrakete wirklich verwenden kann, muss man unten dann noch was dran konstruieren, damit man die einstecken kann. Und dann muss die natürlich auch noch hohl werden. Wie das funktioniert, zeige ich dann im nächsten Video, wo ich die komplette Rakete konstruiere. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal.